So, wir machen weiter mit Teil 5 meiner Auspackreihe. Und wir machen jetzt mit Herbst weiter. Ich habe Weihnachten und Winter vorgegriffen. Und wir machen jetzt mit Herbst weiter. So, Produktreihe Goldener Herbst ist auch ein Träumchen, ein Träumchen, ein Must-Have. Der Goldene Herbst handelt die Farben ab Minzmakrone, Terrakotta, Savanne, Espresso und Vanille pur. Also auch eine sehr, sehr schöne Farbkombi. Ich fange mal an, weil es jetzt gerade so in der Reihenfolge ist. Die Metallaccessoires Eichel. Die sind so schön, sind aber auch recht schwer. Die sind einfach nur süß. Na, schaut euch die mal an. Die sind echt. Da sind 20 Stück drin. Es ist so schön. Dann haben wir Geschenkband. Noch und nöcher. Oh, das ist auch. Jetzt habe ich meine Schere irgendwie verschleppt. Aber ich habe noch was hier. Ich habe noch was hier. Ich nehme jetzt mal mein Cuttermesser. Ausgerechnet den Tesafilm erwischt. So, Cuttermesser hier. Das ist Korbgeflecht. Ne? So dieses Muster. Ist auch wunderschön. Kann man auch hier eine schöne dicke Schleife mitmachen. Na, sieht wunderbar aus, ne? Im Minzmakrone. Ach, das ist auch fein, ja. Richtig schön. Dann gibt es eben Kupferfarben dazu, so ein dünnes. Ach, muss man denn das immer so verpacken? Ach, regt euch das auch immer so auf? Bei so einem Killfit kenne ich mich ja total aufregen. So. Ah, das ist doch ein bisschen kräftiger. Ja, es gab das mal in Kalypso oder so. Das war wie so ein Organza. Das war also fast transparent. Ist das hier nicht? Aber. Ist es auch, es lässt sich schön binden und es passt halt auch ne, sehr schön zu der Minzmakrone hier, dieses Metallic-Geschenkband. Ja, Kupfer, Kupfer ist es. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Nicht Roségold, das ist das Kupfer. Ne? Also, sehr schön, passt auch. Echt total schön zu der Minzmakrone hier. Ja, schön, schön. Dann haben wir ein Dreier-Set Mini-Stanzen, Stanzpaket Herbst. Es gab letztes Jahr auch schon so ein, die waren aber allerdings noch kleiner hier. Das waren auch diese Mini-Stanzen, die hatten auch schon so hübsche Blättchen. Und hier habe ich jetzt irgendwas, was ich mal probeweise ausstanzen kann. Wenn man was sucht, hat man es nicht da. Gucken wir mal. Mal
grobe Stanzen. Ne? So groß sehen die Blättchen aus. Dann haben wir auch eine wunderbare Eichel hier und dann noch so ein, ja, so eine Art Ahornblatt. Ne? Also ihr seht, so groß sind die ausgestanzten Motive. Ja. Und dann gibt es halt eben Two-Step-Stempel wieder dazu. Ist auch wieder dann eine Sache für den Stemperatus, halt sehr schön, ne, gedacht eben für das hier, ne? Also die Eichel, das Blatt, hier diese Tannenzapfen, das könnt ihr also alles, ne, in unterschiedlichen Farbtönen dann übereinander legend stempeln. Ja, na, mit herbstlichen Grüßen, ein Gruß zum Herbstanfang. Ja, jetzt wird es bunt. Das ist auch toll, das passt ja, ne? Schön bunte Blätter. Ach, da kann man so tolle Sachen mitmachen. Ich bin entzückt. Lassen wir mal da drin. Ja, dann kommen wir zum Designerpapier. Und zwar auch wieder 6 Designs, jeweils 2 Bögen. Das ist halt auch besonderes Designerpapier mit eben diesen Metallic-Prägungen. Dadurch ist es halt eben, ne, es ist hochwertiger, es ist das teurere Designerpapier. Ne? Immer wenn es ja heißt besonderes Designerpapier, haben wir ja Prägungen und Metallic mit drin. Und dann ist es etwas teurer. Aber es lohnt sich, ne? Sehr schön. Eben die Minzmakrone mit Gold Metallic. So, das ist die Rückseite. Ne? Oh, die ist es auch wunderschön. Das gefällt mir auch sehr gut. Ne? Gold- und Kupferprägung. 2 Blätter, das ist die Rückseite. Auch hier, ne? Sehr schön. Ach, guckt mal an, wie fein. Wie fein. Wow, ich bin geflasht. Können wir den Sommer jetzt abschließen? Ich möchte jetzt Herbst haben. Ich meine, wenn wir jetzt mal ehrlich sind und so, ne? Vor die Tür gehen, also schönes Wetter sieht auch anders aus, ne? Ich weiß nicht, wir hatten letzte Woche, vorletzte Woche, war doch irgendwann Samstags oder so, der Siebenschläfer. Und es heißt doch, so wie das Wetter an dem Tag ist, so wird es dann die nächsten 7 Wochen sein. Und ich glaube, das war auch, wenn ich es recht in Erinnerung habe, genau so ein durchwachsenes Wetter. Es war kein strömender Regen, aber es war halt eben auch nicht 30 Grad plus strahlend blauer Himmel. Und es zieht sich so ein bisschen hier so durch. Das sind immer diese alten Bauernregeln. Ja. Schön. Die Pumpkins, die Kürbisse kommen, unterschiedliche Formen. Sehr schön. Ja, guckt es euch an. Es ist ein Träumchen. Es ist ein Träumchen. Es gibt aber noch ein Papier aus dieser Produktreihe. Und zwar ist das so Farbkarton in Metallic. Und zwar ist es so ein mattes Metallic, matter Metallic-Effekt. Wir haben hier, das sind 2 Bögen, 2, 4, 6 Bögen. Und zwar haben wir Gold.
Gold, Kupfer und Bronze. Jetzt muss ich doch mal überlegen. Das ist Kupfer. Gold, Bronze. Gold, Kupfer, Bronze. So. Genau, im Mattierten ist das Gold nämlich noch dezenter. Ja, das ist nicht ganz so. Dieses Hochpolierte. Na, da fällt es auch nicht so auf, wenn man mal so mit den Fingern drauf patscht. Ne? Also man hat ja ganz gerne schon mal die Fingertatzen auf diesem Hochglanz Metallic-Papier. Und man sieht auch sonst gerne schon mal leichte, ja, Kratzer will ich nicht sagen, aber wenn man schon irgendwas drauf abgelegt hat, dann hinterlässt es halt einen Abdruck. Und das ist halt hier bei diesem mattierten Metallic-Papier, das ist nicht so empfindlich. Deswegen mag ich die eigentlich lieber. Ne, schimmern und glitzern tut es ja auch irgendwie. Ja, das ist die Produktreihe Goldener Herbst. Ja, ist auch one of my totally favorites. Ja, ich will jetzt eigentlich damit basteln, ihr Lieben. Aber ich habe noch was zum Auspacken. Wir sind noch nicht durch. Also, Tasse Kaffee, Pause, nächstes Video. Bis gleich.